Guten Morgen, Professor von Bernsdorf. Herzlichen Dank, dass Sie sich ganz früh zu diesem Interview bereit erklärt haben. Sie werden den Vortrag halten über die aktuellen Entwicklungen im Außenhandelsrecht. Was sind die Meilensteine 2019? 2019 gibt es ganz neu das Thema Incoterms 2020, die jetzt schon vorliegen, die Texte. Da werde ich eine ganze Menge zu erzählen und wie immer natürlich das UN-Kaufrecht, weil das unser ganz großes Thema über viele Jahre ist. Da möchte ich euch ein bisschen vorgreifen und die wichtigsten Punkte bei den Incoterms, wenn Sie uns das kurz zusammenfassen, bitte. Es gibt einige hundert Änderungen, die lassen sich nicht kurz zusammenfassen. Grob betrachtet würde man sagen, es hat sich fast gar nichts geändert, weil wir haben weiterhin 11 Klauseln. Eine Klausel hat sich verändert, ist aber inhaltsgleich geblieben. Die heißt nur anders. Das alte DAT wird DPU. Das sind so die Dinge, die direkt auffallen. Der Text ist deutlich dicker geworden. Man fragt sich dann, warum. Das werde ich nachher auch auf der Tagung erzählen. Das hat verschiedene Gründe. Man hat eine vernünftige Einleitung geschrieben, die eine ganze Menge erläutert. Und man hat zum ersten Mal eine Übersicht an den Anhang des Textes gemacht, sodass der Nutzer der Klauseln auf einen Blick sehen kann, worin eigentlich die einzelnen Unterschiede liegen. Eine sehr, sehr schöne Hilfestellung für die Praxis, finde ich jedenfalls. Und ich werde das auch nachher entsprechend erzählen. Darf ich da vorgreifen für all die Zuschauer, die nicht dabei sein können, vielleicht die wichtigsten Änderungen? Eine Klausel wird geändert, DAT zu DPU. Es wird eine Neuregelung geben bei den Versicherungen. Bei ZIP, bei der berühmten Klausel für alle Transportarten, wird die Versicherung von Minimaldeckung auf alle Risiken nach den Institute Cargo Clauses der All-Risk-Absicherung umgewandelt. Das sind so vielleicht mal die allerersten wichtigsten Änderungen. Und dann eben die komplette Umstellung der Texte. Alle Kosten, die bisher kreuz und quer verstreut waren über die Regeln, werden zusammengefasst, sodass auch hier eine viel bessere Arbeit mit den Texten möglich ist. Ansonsten gibt es viele Details, aber das aufzuzählen ist vielleicht jetzt nicht das Richtige. Die Leute sollen sich ja auch die Texte kaufen, denn da freut sich dann die Internationale Handelskammer. Übrigens, bei der Gelegenheit hat man festgestellt, dass die Texte in Asien so gut wie nie gekauft werden. Das ist übrigens eine ganz verrückte Feststellung. Da die Incoterms grundsätzlich nur in Buchform veröffentlicht werden, kann man natürlich messen, wer bestellt die Dinger eigentlich. Und da war eine der wesentlichen Feststellungen in der Kommissionsarbeit vor einigen Jahren schon, dass man kaum Käufer in Asien hat. Und das führt natürlich zu der Problematik und zu der Feststellung, wie gehen eigentlich die asiatischen Geschäftspartner damit um, wenn sie im Tagesgeschäft ständig FOB, CIF, DDP, Ex-Works verabreden und eigentlich gar nicht so genau wissen können, was das bedeutet. Eine schöne Rechtsfrage. Und wie gehen die damit um? Naja, ganz pragmatisch. Die gehen damit genauso um wie Sie, wenn Sie bei Doc Morris eine Salbe bestellen und einfach die AGB anklicken und nicht wissen, was drinsteht. Ja, für wen ist eigentlich Incoterms wirklich wichtig? Darüber hat man sich sicherlich auch Gedanken gemacht. Für jeden, der eine vernünftige Schadensersatzregelung haben will, denn dieser Begriff der Gefahrtragung ist ja nichts anderes als eine Schadensersatzregelung. Es ist immer die Frage, wenn der Container auf hoher See über Bord geht, wer trägt denn jetzt eigentlich die Risiken, die Kosten, muss normal geliefert werden oder gezahlt werden. Und das regelt eben eine Incoterms-Klausel sehr schön, dass man sagt, eigentlich wäre der Verkäufer verantwortlich, weil er hat ja die Lieferung noch nicht erbracht, aber weil Ex-Works oder FOB verabredet war, ist er das Risiko vorher losgeworden. Also eine schöne, für Juristen, eine schöne zweistufige Prüfung, die dann zu einem hoffentlich wirtschaftlich guten Ergebnis kommt. Gibt es eine gute Kommentierung in Publikationsform vielleicht zu diesem Thema? Ja, es wird eine geben beim Bundesanzeiger, also Reguvis ja jetzt. Es gibt eine Kommentierung der Incoterms 2020. Das Buch ist fertig, es ist gedruckt, es wartet auf Auslieferung. Allerdings gibt es aus Wettbewerbsgründen, die ICC möchte zunächst einmal die Textbücher verkaufen, eine Sperrfrist für die Auslieferung. Aber ab dem 1. Dezember ist der Kommentar dann verfügbar. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Professor von Bernsdorf, und ich wünsche Ihnen eine wunderbare und sehr spannende Tagung. Vielen Dank, danke an Sie.